Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir wollen weiter konzentriert und gut spielen, wie die ersten beiden Spielen. So, und ich gebe dir mal zwei verschiedene Verträge, dass sie nicht immer zur gleichen Zeit zu Ende sind. Das geht mir mal auf den Sack. Ich gebe mal Torreira. Was ist denn das andere gewesen? Lichtsteiner. Ich denke mal, Lichtsteiner wird nicht so schnell getauscht werden. Dann geben wir ihm den kleinen Vertrag. Und Lichtsteiner den großen. Krass, wenn ich also Mertens verkaufe, habe ich über 200.000 Coins auf der hohen Kante. Das heißt, wir könnten uns dann sogar mal einen richtig teuren Spieler kaufen. Teuerste bisher war, glaube ich, Insigne oder so für 100.000 circa. Vidal, was kostet ein Vidal? Also man müsste dann erstmal überlegen, wo es Sinn macht, am ehesten mal so viel Geld in die Hand zu nehmen. Alaba wäre halt, aber es ist halt nur ein Außenverteidiger. Das ist halt das Ding, ne? Er ist halt nur ein Außenverteidiger. Ich glaube halt so schnell, und ich hoffe ja eigentlich, also wenn ihr das seht, ist es vielleicht schon so, aber ich hoffe ja, dass einfach mal irgendwie ein... ist das der Glory? Ich glaube, ne? Das ist der Glory, Jesus. Egal, krasses Team, schneller Sturm. Jetzt konzentrieren wieder. Egal, ob der Gegner 1-0 ins Führung geht, wir können dann das Spiel drehen, wie wir es im letzten Spiel gemacht haben. Come on. Ach, scheiße, wir spielen mit Raphael. Ich wollte natürlich Kruse einwechseln. Okay, Raphael. Weil ich nicht dran gedacht habe, hast du deine letzte Chance. Also, wenn du jetzt nochmal abgehst, dann verlängert sich deine Chance. Eigentlich sollte jetzt Kruse spielen. Das ist echt keine Absicht gewesen. Krass, wie konnte ich denn das vergessen? Ich werde jetzt... Wenn Raphael in dem Spiel jetzt nicht zieht, werde ich ihn direkt auswechseln danach, sonst vergesse ich das wieder. Kein Foul? Okay. Konzentrieren. Sehr gut gemacht mit Tolisso. Oh, fuck. Oh. Danke. Auch jemand, der gerne hin und her sprintet, wie man sieht. Schlechte Annahme von Schmelzer. Vielleicht sollte ich mir doch Alaba holen. Können wir mal gucken, was er kostet. Nach dem Spiel erstmal konzentrieren. Mir geht schon wieder diese Pace auf den Sack, weil ich keine Lust wieder wegen irgendwelchen scheiß Pace-Rotoren zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, wir haben Second In vom Ginter in der Innenverteidigung, fällt mir gerade ein. Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Schon im letzten Spiel.
Jetzt war ich dann auf dem rechten, meine Freunde. Jetzt war ich dann auf dem rechten. Der macht's mit seinem schwachen rechten Fuß und es hat sich angefühlt wie ein starker. Sehr geil, Jarmolenko. Sehr, sehr geil. Vielen Dank. Gutes Tor, wichtiges Tor gegen ihn. Der Pass darf nicht ankommen. Pogba? Krass, dass es Schmelzer gegen Pogba durchsetzen kann. Schade. Pegovic nur im Tor, total. Ist das ärgerlich, dass wir diesen Scheißfehler nicht ausnutzen konnten. Pegovic im Tor, total krasses Team und Pegovic im Tor, auch merkwürdig. Ich darf nicht so auf so knapp spielen. Ich muss ein bisschen eher den Pass etc. suchen. Ich hab's probiert, aber es ging nicht. Nicht aufregen, es ist nur ein Unentschieden. Ballverlust darf halt nicht zustande kommen von mir. Dann gibt's auch nicht diesen dummen Konter und das war halt einfach Pech mit diesem scheiß Ausfallschritt, den der mein Spieler von alleine macht, was ich nicht steuere, wodurch der dann wegfällt. Aber egal. Scheiß Pace-Kacke, ey. Lieber ein Freistoß, als dass er hier irgendwie durchrennt. Anscheinend sind wir im Ballbesitz. Schönes Dribbling von Ginter. Dieser scheiß Lukaku nervt aber auch. Also kein Wunder, dass den jeder spielt. Ach, so ein richtiges Pacewash-Team. Vor allem so ein richtiger Pacewash-Spieler. Das merkt man einfach von hinten bis vorne zum Kotzen. Mal kurz angucken, was er nochmal im Team hat. Ja, Mertens, Jesus, De Bruyne wahrscheinlich mit Hunter oder so. Nein, Golan war auch mega schnell, genau wie Pogba, Kanté. Es ist schon merkwürdig, dass er Begovic da hat. Also. Mertens 100.000, Jesus 40 oder 45.000, De Bruyne, keine Ahnung, 200, 300.000, Nainggolan 200, 300.000, Pogba hat letztes Jahr, glaube ich, 1 Million gekostet. Kanté, weiß ich nicht, 500.000 aufwärts wahrscheinlich und dann Begovic im Tor. Es kostet wahrscheinlich 3.000 oder so. Ich verschätze mich wahrscheinlich wieder und Begovic kostet 30.000 oder so. Egal, konzentrieren.
gefälscht. Ist geil, wenn du nur mit Nainggolan rumrennt, der schon gar keine Ausdauer mehr hatte. Oh, ey, was war denn das? Wie so ein aufgescheuchtes Huhn die ganze Zeit hinterm Ball herrennt. Fuck! Und genau in dem Moment, wo ich sage, stell da einmal den Passweg zu. Scheiße. Ist abseits, oder? So dumm. Er muss einfach noch einen Schritt gehen, flach abschließen, statt ihn irgendwie zu schlänzen. Danke für den schwachen Abschluss. War aber auch schon wieder lol, dass Mertens irgendwie, ja, weiß ich nicht, sich da körperlich durchsetzt irgendwie, was eigentlich nicht geht. Macht meiner auch nie. Jetzt bin ich mal wieder ruhig, weil ich muss mich konzentrieren. Lege, ob ich mal die Formation dann wechsle. Also, das kommt mir einfach nicht durch. Da wollte ich logischerweise nicht hinflanken. Das kostet mich an, ey. Schön, dass da. Ich sag nichts mehr. Schön, dass Kimmich halt gestoppt hat, um da nicht mehr ranzukommen. Es läuft richtig scheiße gerade. Ich muss jetzt so umstellen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Es läuft so kacke, weil ich einfach nicht durchkomme. Ich habe keinen Bock, hier jedes Mal nur stundenlang hin und her zu spielen. Ach, so eine Scheiße. Dummes Lackertor. Ich glaube nicht, dass das jetzt. Also ich weiß nicht, wie es 4-1-2-1 so funktioniert, aber wir haben nur noch so wenig Zeit, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann macht auch noch Mertens den Kopfballtor. Herzlichen Glückwunsch. Scheiß Lackertor. Das ärgert mich gegen so eine Peso, aber egal, kann man nichts machen. Suarez eingewechselt, auch geil.
Sehr geil. Wer war es? Alessandrini, wer sonst? Dranbleiben, kämpfen, genau so. Sané hat auch eingewechselt. Das war krass von Raphael. Oh, es war abseits, es geht doch gar nicht. Oh, fuck. Wenn er den drauf bekommt, den Schuss, dann ist es vielleicht ein Tor. Schade. Formation funktioniert auf jeden Fall besser. Jetzt konzentrieren, dass wir hier eine Verlängerung noch ins machen. So schlechter Pass. Ich finde auch eigentlich seine Verteidigungsweise total schlecht und sie funktioniert halt leider trotzdem. Also in vielen Fällen zumindest. Aber eigentlich finde ich die schwach, wie er das macht. Weil er viel zu aggro und dumm immer hier total im Vollsprint auf die Spieler drauf rennt. Was ja auch schlecht für die Ausdauer ist, aber es funktioniert halt leider teilweise. Muss in der Ecke sein. So, jetzt bitte für mich auch ein Lackertor nach einer Ecke. Fast. Oh, er bekommt so eine Ecke geschenkt. Das war so eine schwache Situation für einen Schuss. Bitte nicht noch mal ein Lackertor. Danke. Das war dumm von mir. Das war mein Fehler, muss ich zugeben.
Wird es das erste Elfmeterschießen? Das ist jetzt die Frage. Oder schaffe ich noch ein Tor zu schießen? Wichtig ist, dass ich keins mehr friss. Ziel in dieser Weekend League: nie in der Verlängerung rausfliegen. Im Elfmeterschießen, da kann man es nicht immer verhindern, aber nie in der Verlängerung. Punkt. So, das heißt, es wird anstrengend. Nein, nicht schießen! Bin halt echt gar nicht mehr zur Abschlusschance gekommen. Das regt mich auf. Foul. Wirklich Elfmeterschießen. Oh Gott, bitte lass mich gewinnen gegen diesen Spieler. Bitte, 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 bitte. Ich werde auch versuchen, nicht daneben zu schießen. Konzentriere dich einfach. Ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Dreimal in der richtigen Ecke. Das ist aber, ich würde sagen, das ist einfach Glück gewesen dieses Mal, weil niemand hat verschossen. Alle Elfmeter waren ähnlich gut geschossen und naja, Elfmeterschießen halt. Diesmal hat der Glücklichere gewonnen und nicht der Bessere. Aber wenn es umgedreht so gewesen wäre und ich halt mehr an der Ecke vom Gegner gewesen wäre, wäre es genauso gewesen. Also, das war einfach nur Glück, würde ich sagen. Er hat sich leider häufiger für die richtige Ecke entschieden. Es ist sehr ärgerlich, dass ich gegen ihn verloren habe, aber erst in der Verlängerung und im Elfmeter, erst im Elfmeterschießen verloren und nicht
in der regulären Spielzeit, das kann ich mich schon mal so gut halten. Und jetzt Raphael raus, verdammt nochmal. Hat er jetzt irgendwas gemacht gehabt? Nee, er ist immer noch bei seinen 6. Eigentlich muss ich schon. Eigentlich muss ich. Eigentlich muss ich Arrangis reinnehmen. Weil Kruse 13 Spiele, 7, was ist los? Aber ich habe es versprochen, er bekommt ein Spiel, wo ich ihn nochmal teste und naja, dann fliegt er raus. Und Arrangis, ich meine, ich würde halt echt lieber Raphael oder Kruse spielen. Erstens, weil sie bessere Karten sind und ich mag die halt auch so. Ich habe jetzt auch nichts gegen Arrangis, aber zu dem habe ich irgendwie nicht so eine Verbindung in der Bundesliga, wie jetzt zu einem. Also am liebsten wäre mir natürlich Kruse, aber ich verstehe das nicht. Da war die letzten FIFAs immer so geil. Teilweise seine normale Karte, seine normale 81er Karte, die totale Bombenkarte, dass ich die gespielt habe. Jetzt habe ich hier endlich mal eine Inform von dem und er macht nichts. Aber er hat jetzt noch ein Spiel. Manchmal gibt es ja so einen Knotenplatzer und dann geht's los. Wie gesagt, Arangis hat auch ein bisschen gebraucht und dann Ghulam hat auch ein bisschen, Quatsch, El Sharabi hat auch ein bisschen gebraucht. Von daher. Okay, krasses Team. Viel PSG, das ist glaube ich normal in der Liga. So, konzentrieren, come on, das wird wieder aus der regulären Spielzeit gewinnen. Schön mitgelaufen von De Vrij. Oh, geil gespielt. Schönes Tor von Icardi, schönes Tor von Icardi. Ja, Icardi, das war wieder mal gut. Mit Innenpfosten und rein. Das war auch so eine bisschen Spezialität von Icardi, glaube ich. Innenpfosten und rein. War auch einfach nur geschossen. Ich habe mich nicht getraut, flach zu schießen, weil wenn ich eine Direktabnahme oder sowas habe und noch keine Ballkontrolle, verkacke ich es meistens mit Flachschießen. Deswegen habe ich mal normal genommen. Aber vorher auch schöne Schusstäuschung von Insigne, wodurch wir dann den Raum hatten, um. Ah, Vorlage Insigne. Wodurch wir dann den Raum einfach hatten. Schade. Den Raum einfach hatten, Icardi anzuspielen. Und bei Insigne und El Sharabi mache ich es einfach so, dass wenn ich die Kohle brauche, verkaufe ich wieder Insigne und nehme El Sharabi weiter, weil die nehmen sich eigentlich nicht wirklich viel. Im Spielerischen. Und wenn ich halt die Kohle, gerade keine Kohle brauche, dann lasse ich erstmal Insigne. Und vielleicht dreht er ja doch noch irgendwann durch. Ich meine, El Sharabi hat ewig gebraucht, bevor er funktioniert hat. Oh, das war ein geiler Pass. Scheiße! Aber dass den Icardi nicht macht, finde ich merkwürdig, ganz ehrlich. Der Gegner hat gerade Glück. Und es war meine Schuld. Ich habe scheiße gezielt. Warum? Och Mann, das muss das 2-0 sein. Was mache ich denn für eine Scheiße, ey? Dann hätte ich auch ins kurze Eck schießen können. Wenn ich so weiterspiele, muss ich das Spiel trotzdem gewinnen. Der Gegner hat einiges gezeigt bisher, was mir gefällt. Der hatte schon so eine gute Abschlusssituation und dann verkackt er sie wieder. Aber egal, jetzt konzentrier dich.
Insigne, geh doch mal in den Lauf. Ich habe den jetzt dreimal geschickt. Jetzt, wo ich zu bin, da fängt er an. Schön getribbelt mit Icardi. Okay, war ein langer Tor, aber das hast du verdient. Sehr gut. Gegner spielt auch nicht wirklich gut. Ich denke, ein drittes Tor machen in der ersten Halbzeit könnte er schon abbrechen. Schön gespielt, dann hier mit Felipe, der Laufpass und dann, ja, schade, dass der Torhüter noch dran war. Ich hätte natürlich lieber ein sauberes Tor geschossen. Da stelle ich mich extra hin mit Torreira. Nicht gut gespielt vom Gegner. Macht aber auch ständig den Fehler. Okay, jetzt haben wir es nicht gut gedribbelt. Jetzt kommen wieder seine Laufpässe, also seine Doppelpässe, die hier wieder irgendwann wieder versaut. Auch total stupides, uninspiriertes Spiel vom Gegner, finde ich. Und wieder macht er den Fehler. Abgefälscht. Ich glaube, er ist auch schon ein bisschen angepisst. Ja, Icardi ist halt leider kein Mertens, der ist nicht schnell. Oh Mann, schieß doch einfach! Was ist denn jetzt los? Schon wieder? Es sind jetzt zwei Riesenschanken von Insigne, die nicht genutzt wurden. Zum Glück ein Spiel, in dem es wahrscheinlich nicht drauf ankommt, aber es hätte ja auch sein können, dass er jetzt schon abgebrochen hätte bei dem 4-0, da hätten wir Zeit gespart. Und wenn er jetzt den Anschluss trifft, Treffer schafft, zum Glück nicht, wird es halt wieder scheiße. So, jetzt ist noch alles okay. Konzentrieren, come on, was war denn da wieder los? Mann, Mann, Mann. Viel zu aggro drauf. Na also. Mal gucken, ob er abbricht in der Halbzeit. Aber meistens, wenn Rage Quits kommen, dann drücken die eigentlich direkt Pause. Deswegen glaube ich, dass er nicht abbricht. Aber man weiß es nicht, aber ich glaube es fast nicht. Eigentlich gutes Team, vor allem krasser Sturm.
eigentlich auch schon wieder schlechter Pass, weil er eigentlich gedeckt war, hat einfach nur Glück, dass es durch die Passkorrektur ankommt. Fried, ich sag ja, da macht Spaß, auch mehr als Koulibaly auf jeden Fall, weil er nicht so hüftsteif kommt, vorkommt. Rüberkommt, so ist richtig. Wieder macht er den Fehler. Das war echt Felipe Anderson, der ihn so scheiße köpft. What? Aber gut, er ist wahrscheinlich nicht kopfballstark, da kann mal passieren. Oh, tut mir echt leid, aber ich kann ja auch nichts dafür, dass der Gegner nicht gut ist. Okay, das war mal ein Fehler von mir. Ich glaube, wir haben einen eigenen Mann getroffen. Ja, abseits. Cardi. Doppelpass. Dann merkt er wieder, dass es nicht klappt. Versucht irgendwelche Tricks. Kommt immer noch nicht durch. Spielt zurück. Und dann macht wieder einen Fehlpass. Hat aber Glück. Und so teilt irgendwie einen schlechten Abschluss, weil er eh weiß, dass er nicht durchkommt. Okay, er hat es wohl schon aufgegeben und stellt nicht mehr zu. Sehr schön. Wieder der Fehler. Ich glaube, da war der Gegner noch dran, deswegen war der Schuss dann so langsam. Null, da können wir wieder mal einen direkten Freistoß probieren. Also ein Freund von mir hat gesagt, dass er immer mit Vollspann schießen würde, damit würden sie ganz gut kommen, aber ich glaube, aus der Entfernung kann man nicht mit Vollspann schießen, oder? Vielleicht ein Linksfuß, der es ein bisschen kann. Oder soll ich mal versuchen, Vollspann in die Torwart-Ecke? Okay, das war gar nichts. Jetzt kommt wieder der Doppelpass. Fehlpass, wie immer. Doppelpass. Merkt ihr, dass er nicht durchkommt? Versucht abzudrehen. Berbersmann hat er auch drauf. Was war das denn? Was war das denn von uns? Ja, jetzt merke ich schon, dass ich abbaue. Also ich wäre schlecht, weil ich der Gegner schlecht ist. Ich passe mich leider an. Ich bin nicht mehr so konzentriert. Red ja auch viel mehr. Ich muss dann aufpassen, dass ich in der nächsten Aufnahme nicht wieder verkacke. Aber Spin da nichts bringt. Es soll auch nicht mehr so, also von denen, die immer tricksen, habe ich gehört, es soll auch nicht mehr so effektiv sein wie noch im letzten FIFA der Berbers Spin.
Oh, wie kann denn der Schuss nicht reingehen? Ich verstehe das gerade nicht. Generell so in den letzten Spielen viel zu viele Chancen, die ich liegen lasse. Vor allem Großchancen, fast hundertprozentige. Schöner Laufpass. Fuck, ich hätte hier locker ja, drei Tore mehr haben können. 6-0 hätte ich hier führen können. Also der Gegner hätte wahrscheinlich schon abgebrochen, aber ich hätte in der Halbzeit, ersten Halbzeit eigentlich schon 4 Tore machen können. Das ärgert mich. Kein Foul. Aber muss süß seine Pässe aus der Drehung halt. Naja, verdienter Sieg, auch wenn ich nicht zufrieden bin mit der Chancenverwertung. Überhaupt nicht zufrieden. Insigne zwei Großchancen, Brozovic mindestens eine. Tore, zweimal Icardi, einmal Brozovic, Vorlagen. Insigne für lieber Anderson, nicht Scheiner. Wenn wir mehr Tore gemacht hätten, hätte wahrscheinlich auch Icardi mehr Scorerpunkte gesammelt. Aber ich kann eigentlich jetzt schon sagen, ich hätte es echt nicht gedacht, aber ich kann jetzt schon eigentlich sagen, meine Tendenz geht zu Second In von Icardi. Erstens, weil er besser ist und zweitens, weil ich natürlich jetzt auch weiß, oh krass, wir hätten dann 100.000 Coins mehr. 5 Spiele und 9 Scorerpunkte. Wir sind schon fast bei 2 Scorerpunkten pro Spiel. Da würde dann all das anknüpfen, was uns der normale Icardi damals gebracht hat. So langsam werden auch unsere Verträge weniger. Das ist sehr schön. Das heißt sehr schön, es ist halt einfach so. Schön ist es ja eigentlich nicht, weil... Wobei es eigentlich geil wäre, wenn die ganzen kleinen Schrottverträge mal alle wären, damit ich... Boah, es ist so warm, muss meine Heizung abdrehen. Damit ich nicht jedes Mal alle 5 Spiele wieder jemanden einen Vertrag geben muss. Da habe ich lieber die großen. So, wie spät ist es denn? Ich glaube, ich schaffe noch mindestens 2 Spiele, also eine Aufnahme noch. Gut, dann in diesem Sinne bis zum nächsten Mal euer Paxis und dann gibt es das letzte Spiel mit Kruse und wenn der auch wieder nicht liefert in dem Spiel, wobei bei ihm habe ich ein bisschen mehr Potenzial gesehen als bei Raphael, dann ja, war's das und Arangis kommt wieder rein. Tschüss.